Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3, um genau zu sein, zum großen Finale von Mass Effect 3. Die Frage ist, wie lange dauert das jetzt? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, das dauert etwas länger, voraussichtlich wenn es zwei Parts. Weiß ich gerade nicht, weil je länger hier labert, desto länger dauert's. Los geht's. War schon immer so pixelig? Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Warum war das eben so pixelig? Na egal. Commander? Hackett? Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Das war der Plan. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Das ist richtig. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum gehen wir nicht direkt gegen die Citadel vor? Das kann Ihnen Anderson sagen. Aha. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Verdammt. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Woher wissen wir das? London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen. Und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Ich sehe immer noch nicht, wie wir von London aus zur Citadel kommen. Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Und ich dachte, das Verein der Völker der Galaxie sei schwierig gewesen. Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Ja. Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So, warte mal. Haben wir aber für Edi so viele Outfits? Die Kampfoutfits hier. So, Rüstung. Jetzt wird nämlich ein Kampfgang. Schinken! Ach ja, das Teil hatte ich auch immer noch dabei, das ich nicht haben will. Mach weg den Scheiß. Den lassen wir wohl so, wie es ist. Skillen darf ich nicht. Nähern uns Soulportal, Commander.
In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Geoffs sind auch da. Alle Geoffs-Schiffe gemeldet. Die Geoffs erwarten ihren Befehl. Meldung der Geoffs-Flotte. Alle Flotten machen Meldung. Und der ganze Kleinkram wird nicht mal erwähnt. Zum Angriff. Jetzt oder nie, drauf! Das sind Gott sei Dank überhaupt nicht viele Schiffe oder so. Das sind Gott sei Dank nicht viele Reaper oder so. An alle, es geht los. Bereit machen für mein Signal. Feuer! Greifen Sie auf mein Kommando die Reaper-Streitkräfte an. Verstanden. Alle Jäger mir nach. Angriff! Bestätige. Melde mich ab. Bereite Sinkflug vor. Können wir das einbilden? Aber ich glaube, hier fehlt schon wieder Musik. Was ist denn das? Commander. Vorsichtig da unten. Da fehlt garantiert Musik, das könnt ihr mir nicht erzählen. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Gut, solange die Soundbugs die einzigen Bugs geblieben sind, passt mal da schon. Wir hatten schon ganz andere Bugs. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie was mal. Norman, die Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wenn alles richtig funktioniert hat, dann hoffentlich. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Ich will nicht. Ja, das ist Apokalypse, das sehe ich bis hier. Tut mir leid. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ich erkenne Sie kaum wieder. Warum eigentlich London?
Von allen Städten, die es gibt. Scheiße. Anvisiert. Festhalten. Gut, warum nicht London, ne? Das ist die andere Frage. Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Ma'am? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Gewagte Strategie. Gibt es einen Plan? Das abgestürzte Schlüssel hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben es gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Jederzeit bereit. Ja, ich kann mich nicht bewegen, danke. Jetzt! Los, los! Verdammt, ich kann da nicht bleiben, Ma'am. Schauen Sie auf, holen wir uns erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden, Prozess Ende. Also gut, dann weiter. Alter, ist das. Ist ja Gott sei Dank gar nicht hell. Das fällt mir jetzt erst auf. Warum kann man eigentlich keine schweren Waffen mehr mitnehmen? Das hat man im zweiten Teil gekönnt. Im ersten weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber im zweiten definitiv. Boah, hier kannst du haben. Alter, das Ding ist ja unfassbar nervig. Hier ist Captain Johnson. Hammer wird zerlegt. Diese Geschütze müssen sofort offline gehen. Arbeiten dran. Vorsicht, da kommen Rohlinge. Ich glaube, ich kann sie sehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Normalerweise macht das ja Flächenschaden, aber heute, wenn man es nochmal brauchen würde, dann plötzlich nie mehr. An sich sind die echt kein Problem. Alter, das ist so unfassbar nervig, das Teil. Komm raus, du feige Drecksau. Hier geht leicht die Munition aus. Gut. Ich hau mal wieder gegen durch Deckung durch. Können die bitte Munition dabei haben? Zwei Geschütze erledigt. Aber wir können immer noch nicht landen. Stärkste Reaper-Konzentration. Das kann ich bestätigen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon jemals so viele auf einem Fleck waren. Auch wenn es jetzt nur die Kleinen sind. Klein in Anführungszeichen. Hast du es denn keine dabei? Verdammt, Feinde sind im Anflug auf sie. Ich versuche sie vom Leib zu halten. Verdammt, ich bin getroffen. Dem jetzt gut. Wahrscheinlich.
Weiß ich nicht. Gut, dass die von in ihrer Triffsicherheit nicht von dem Scheiß beeinflusst werden. Die Befolger sind. Da ist wieder irgendwo so ein Scheißer. Boah, Alter. Was einmal willst du, dass die in Deckung geht, ey? Dann macht es wieder nicht. Warum steht hier eine Küche? Boah, Alter. Ein einziges beschissenes Mal sollst du in Deckung gehen, wenn du die Leertaste drückst. Hör halt mal auf zum Nerven, echt. Boah, wo ist die Scheißkanone? Wo ist das Scheißding? Ich will das Teil jetzt kaputt machen. Das geht mir so unfassbar auf den Senkel, das Teil. Na? Aha, da drüben. Los jetzt! Ah, das ist eine komische. Ja, ich würde gerne. Ich warte, bis das Teil schießt. So. Na, mach auf jetzt. Wollte schon sagen. Das ist eine komische Atomkanone, die. Keine Ahnung, wie der jetzt gerade heißt, aber da hätte man im zweiten Teil als normale Waffe mitnehmen können. Letztes Geschütz außer Gefecht. Kann ich sehen. Alle Hammer-Teams. Bereit machen zur Landung. Ist da jemand? Kommen! Wir brauchen eine Exfiltration. Da kommt noch ein Feind. Ach ja, komm. Yo, Alter, was ist denn falsch hier? Okay, die spawnen hier, wo wir in Deckung sind. Alles klar, gut zu wissen. Jedes andere Spiel würde dann einfach irgendwo anders spawnen. Aber das Spiel konsequent einfach an in die Fresse rein spawnen. Da kommt noch ein Feind. Frag mal, wo die ganzen Batterianer hinkommen sind. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Bereit machen zur Exfiltration!
Es wäre zu viel verlangt gewesen, wenn er auf der Seite landet, wo wir nicht beschossen werden. Das wäre zu viel verlangt gewesen. Halt die Fresse! Alter! Mist, tue ich mal gar nichts, ja? Ich kann hier auch krepieren, wenn du das willst. Das ist Gott sei Dank überhaupt nicht nervig bis jetzt. Boah, ey. Sie uns raus, Corporal. Sind Sie okay? Ich lebe noch. Ja, leider. Los, Commander. Ja, Erinnerung. Anderson. Ich wusste, Sie enttäuschen mich nicht, Shepard. Ihr Vertrauen ehrt mich. Sie haben es sich verdient. Macht meine Nerven auch nicht stabiler, Leute. Die schwere Luftabwehr ist erledigt. Hammer kann landen. Und keinen Augenblick zu früh. Der Rest des Widerstands hält eine vorgeschobene Operationsbasis. Aber die Reaper schlagen bereits zurück. Nach dem Sammeln liegt der Kampf in den Händen von Hammer. Es muss brutal gewesen sein, abgeschnitten vom Rest der Allianz. Es war vom ersten Tag an sehr riskant. Aber es muss klar war, dass die Reaper sich auf die Zentren konzentrieren, konnten wir direkten Kontakt besser vermeiden. Bis London. Ja. Wir hielten uns so lange wie möglich. Haben Späher geschickt. Diese Planung hat viele Leben gekostet. Aber mit Männern wie Major Coates und dem Wissen, dass Hilfe kommt, hielten wir durch. Kenne ich nicht. Ist mir auch egal, der Typ. Sie haben getan, was nötig war. Und jetzt können wir es tatsächlich schaffen. Ja, der Admiral ist bescheiden. Ohne ihn wäre hier niemand mehr am Leben. Heben wir uns die Orden für später auf. Dieser Kampf fängt gerade erst an. Der ist schon mal unsympathisch. Hammer sollte dafür bereit sein. Sie werden für diesen Sieg alles geben. Gut. Genau das brauchen wir auch. Wir holen den Sieg, Anderson. Ich bin in London geboren. Ich nicht. Wirklich? Die gesamte Galaxie vereint. Schade, dass dazu die Reaper notwendig waren. Das ist eigentlich klar. Eigentlich hat der Commander das alles erreicht. Genau das habe ich gemeint. Ich weiß, Sie wollten nicht gehen, Chef. Niemand hätte erreicht, was Ihnen gelungen ist. Es wird gut, zurück zu sein. Da ist die VOB. Sieht gut aus. Geben Sie Hammer die Freigabe. Jetzt kriegen wir auch mal dieses harte Zeug hier, Panzer und alles. Ist ja spätestens nie. Admiral, wir haben dort eine Befehlszentrale eingerichtet. Anscheinend kommen immer noch Gruppen rein. Ja, Sir, aber nicht so viele wie erhofft. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind. Was ist das für eine scheiß Sirene? Mach ich. Er hat recht. Ich hätte inzwischen mehr von Hammer erwartet. Wir nehmen das, was wir kriegen können, auch wenn es nicht viel ist. Tut mir leid wegen Cortez. Er war ein sehr guter Pilot. Wir haben schon so viel mehr verloren. Sie beide gehen vor. Ich komme nach. Die Kämpfe hier gehörten zu den schlimmsten auf dem Planeten. Es sieht schlecht aus, aber noch besteht Hoffnung. Außerdem sind Sie hier. Es wird die Truppen freuen, Sie zu sehen und Ihre Entschlossenheit stärken. Soldaten erfüllen ihre Aufgabe, ganz egal, wer neben ihnen kämpft. Sicher, sie erfüllen ihre Aufgabe. Aber wenn Sie dabei sind, kämpfen Sie härter. Das gibt Ihnen Selbstvertrauen. Warum immer? Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind für diese Soldaten eine Heldin. Sie sollten ihre Wirkung auf sie nicht unterschätzen.
Ich gehe jetzt zu meinem Bataillon. Wir sehen uns in der Befehlszentrale. So, und was gibt's hier jetzt? Drogen. Morgen. Ah. James. Hey, guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Ich weiß nicht, was ich von der Rückkehr zur Erde erwartet habe. Schmerzhaft. Ich war bereit für den Kampf oder den Tod, falls nötig, aber wo ich das alles so sehe... Werd sauer, Junge. Wir machen mit den Reapern genau dasselbe. Wir tun ihnen weh. Aber konzentrieren Sie sich. Sonst ist der Kampf vor dem ersten Schlag verloren. Ich weiß ja. Sie haben recht. Das ist es jetzt also, ja? Ein Vorstoß noch. Ein letzter Kampf. Nicht zwingend, unser letzter. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Shepard. Sie sind wirklich ein großartiger Soldat. Danke. Was immer heute auch geschieht, ich werde stolz auf Sie sein. Das bedeutet mir viel, ne? Viel Glück da draußen, Shepard. Shepard? Das letzte Briefing vor dem letzten Kampf, oder wie? Was haben Sie gefunden? Die Berichten zufolge ist die Insel der Basis Niemandsland. Zeitabregelung 100%. Hey, Kaidan. Kaidan. Commander? Sind Sie bereit? Absolut. Für alles. Nur her damit. Und die Biotikabteilung? Ihre Schüler? Mehr als bereit. Hungrig. So ist die Jugend. Wir sind jetzt alte Soldaten. Was, Shepard? Ja, das sind wir wohl. Wir kennen uns aus. Wir wissen, das ist der Abschied. Wir werden das Ding gewinnen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich werde auf Teufel komm raus kämpfen, um Sie wiederzusehen. Aber es gibt da einiges, was ich sagen möchte. Sag nichts Falsches, Junge. Wenn ich zurückschaue, habe ich nicht viel zu bedauern. Das ist doch erstaunlich, oder? Nach meiner Kindheit... hätte ich mir nie erträumt, mal so ein Leben zu führen. Und viel davon verdanke ich Ihnen. Wissen Sie? Es war ein großes Abenteuer. Das war es. Aber wie geht's Ihnen? Angst? Ich hab diese Mistkerle im Visier, Kaidan. Die sollten lieber Angst vor mir haben. Da haben Sie recht. Dann... alles Gute, Major. Für Sie auch, Commander. Ja, ich muss jetzt den Rest meines Trupps finden. Du, Lip-Sync, du. Schön. Ja. Wissen Sie, dass ich noch nie in London war? Jetzt schon. Ey, yo. Ja, Commander. Möchten Sie jemand Bestimmten erreichen? Jacob Taylor. Moment, ich verbinde Sie. Shepard, sind Sie das? Nee, es sieht nur so aus. Halten Sie durch? Wir machen Sie fertig. Trifft's eher. Ja, natürlich. Meine Abschussquote explodiert geradezu. Wenn es vorbei ist, vergleichen wir die Kerben. In Ordnung. In Rio gibt es diese tolle kleine Bar. Da müssen wir unbedingt hin. Du glaubst, sie steht noch. Ich nehme Sie beim Wort. Heizen Sie ihnen ein, Jacob. Jawohl, Ma'am. Shepard, Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Grunt. Grunt. Moment, ich verbinde Sie. Finde gut, dass Ampo so die Verbindung zu denen hat, weil das kann. Höchste Zeit, dass Sie kommen, Shepard. Ich will dieses Ding schließlich nicht ganz alleine gewinnen.
Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen, Grunt. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Shepard? Ja? Danke, dass Sie mich aus dem Tank geholt haben. Kein Problem, Grunt. Es war mir eine Ehre. Mir auch, Shepard. Okay, Grunt, Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Jack. Moment, ich verbinde Sie. Shepard, sind Sie das? Nee, sehen nur so aus. Jack, wie geht es Ihren Jungs? Gut bis jetzt. Wir sind ein wenig südlich von Ihrer Position. Wir haben ein paar Widerstandskämpfer mit Barrieren gerettet und bringen jetzt ein bisschen mehr Feuerkraft mit. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Shepard. Lassen Sie es krachen. Ist der Plan. Sie auch. Die gerne so Atom, ist ein Atom-Launcher, den wir da brauchen. Kann ich mit jemandem verbinden? Nee. Said Massani. Moment, ich verbinde... Warum haben wir eigentlich nur von der Hälfte von denen die Nachnamen? Ich dachte schon, sie würden es nicht schaffen, Shepard. Zum Glück habe ich mich geirrt. Bei Ihnen alles okay, Said? Nee. Ja, ja. Hoffentlich haben sie eine richtig gute Ansprache, die alle motiviert. Die könnten wir brauchen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wenn wir es jetzt nicht beenden, wird es noch schlimmer. Was Sie nicht sagen. Irgendwie fühlt es sich gar nicht wie ein richtiger Bodenkrieg an, wenn die Gegner größer sind als verdammte Wolkenkratzer. Ja, ich weiß, was du meinst. Es bringt nichts, darüber zu reden. Ich bin einsatzbereit, wenn Sie es sind. Zerlegen wir die Schweinehunde. Ich mag den. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Samara. Moment, ich verbinde Sie. Es ist mir eine Freude, dass Sie es geschafft haben, Samara. Mir auch, werte Freundin. Sie haben mir im Kloster sehr geholfen, Shepard. Danke, dass Sie sich revanchieren. Nur an Ihre Taten wird man sich erinnern. Mögen Sie wohl überlegt sein. Leben Sie wohl. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Kasumi Goto. Moment, ich verbinde Sie. Hey, Shep. Sind Sie bereit da unten? So ziemlich. Kommt darauf an, ob Sie den Tiger einsatzbereit gemacht haben. Oh, der ist bereit. Ich weiß zwar nicht, was er genau macht, aber es wird auf jeden Fall groß. Viel Glück, Shepard. Wenn Sie es überleben, gehen die Drinks danach auf mich. Ungefähr die Hälfte der Telefonate hat mir jetzt gerade auf was zum Saufen eingeladen. Also im Zweifel. Jawohl, Mann. Wie hast du eigentlich Kommunikationsmensch um die ganze Zeit gelesen? Kommunikationstech. Naja, fast. Das ist der Laser, zu dem wir hin sollen. Munition. Kann man immer gebrauchen. Ich möchte, dass Sie die Koordination mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Rex macht das wunderbar. Sagen Sie ihm, ich hätte eine Kiste mit Denoria-Bier, die ich gern mit ihm teile. Das dürfte seine Aufmerksamkeit wecken. Yo. Das ist dann wohl... Wie in alten Zeiten? Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Wäre möglich, aber ihr seid mir trotzdem zu depressiv. Wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Wäre der Plan. Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Was soll ich dort mit meiner Zeit anfangen? Ginge Ihnen genauso? Autogramme geben? Ja, genau. Wir müssen noch siegen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel eine halbe Stunde, bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Kenn ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben. Aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Drinks auf mich. Shepard und Vakarian stürmen den Himmel. Es könnte wirklich schlimmer ausgehen. Muss ja nicht heute sein. Das ist auch richtig. Und Shepard, verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Jetzt bin ich mal gespannt. Schicken Sie sie in die Hölle.
Dafür wurden sie geboren. Leben Sie wohl. Und wenn ich in dieser Bar stehe und Sie nicht, dann werde ich herabsehen und Ihnen Deckung geben. Ja, das ist... Verstehst? Ah ja, Victus. Primarch Victus. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Wusste ich auch nicht bis eben. Wir haben nicht vergessen, wo Sie leben. Aber es ist traurig, dass Ihre Welt so aussieht wie unsere. Unerwartet, ne? Schon wieder was explodiert. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet. Alles geschützt. Deswegen genau war das jetzt nötig? Ja, da fragen wir mal ab und nicht. So. Und wie schon erwartet, werden es mehrere Folgen. So. Dann ist das große Finale. Wortwörtlich der letzte Kampf. In der nächsten Folge. Tschüss. Hässliches Bild.